Ja, hallo wieder, hier ist Manja und ich freue mich heute vom schönen Schwarzberger Hof, den ihr gerade nicht so richtig sehen könnt, weil die Sonne so sehr scheint, dass wir uns hier vor die Holzwand gesetzt haben. Ich bin beim Verein Genusskultur und Lebensfreude und habe die Ehre, den Präsidenten des Vereins hier bei mir zu haben, den Christian. Hallo Christian. Hallo. Und wir hatten ja schon vorher ein bisschen gesprochen und es geht heute so ein bisschen um das Thema Glück und Gesundheit, weil ich habe so festgestellt, dass ganz oft Frauen insbesondere zu mir kommen, die sagen, oh, ich ernähre mich doch so gesund, warum habe ich jetzt trotzdem den Krebs oder den Hashimoto oder was auch immer? Und du bist ja im Verein Genusskultur und Lebensfreude, da geht es ja einmal um das Thema Genuss, also Essen, und ums Thema Lebensfreude und du hast dich ja viel damit beschäftigt vorher auch schon und hast du da so eine Idee, die du den Leuten mitgeben kannst, wie das zusammenhängt? Wie es zusammenhängt, ist eine bedingt das andere und umgekehrt. Also es hilft nichts, wenn man schlichtweg nur glücklich ist. Das ist zwar für den Körper letztendlich das Bessere. Es hilft aber auch nichts, wenn man nur sich gesund ernährt und dabei unglücklich ist oder verkrampft ist. Oder oft so habe ich den Eindruck, wenn man im Laden ist und schaut den veganen Vegetarier, den bewussten Einkäufern zu, wie angestrengt, dass die Etiketten lesen und wie verkrampft, und da sieht man oft im Gesicht, dass alles da nur keine Lebensfreude nicht. Und meiner Meinung nach ist das, was auch die Gesundheit verhindert. Also der Glückszustand, der Glückshormonproduktionszustand, ist das, was den Körper in die Heilung bringt, in die Selbstheilung. Unabhängig davon, was man ihnen reinschobt oder nicht. Ich habe das Beispiel ja schon mal erzählt, ich habe einen Freund. Ihm wird jeder Arzt sagen, er kann gar nicht mehr leben. Der lebt von Cola, Kaffee, Zigaretten, Fertigpizza und sonstigen. Aber er ist einfach glücklich. Und er isst nur das, was ihn einfach gerade anmacht und gerade Spaß macht. Ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt gesund sein könnte oder nicht, sondern schmeckt ihm jetzt und tut das. Und er be beweist sehr wohl, dass für den Körper selber das Glücklichsein wichtiger ist als alles andere. In der Außenwelt, oder wie soll ich sagen, in der Gesamtheitlichkeit ist es nicht ausreichend. Da bin ich sehr wohl der Meinung, es ist sehr wohl wichtig, ob das Tier gesund gelebt hat, ob es im Freien gelebt hat, im Industriestall, ohne Sonne, ohne Tageslicht, ohne frische Luft, nur in säurehaltigen Flüssigfütterung. Das ist schon ein Unterschied. Die Folgekette, der ganze Rattenschwanz, hat ja da damit zu tun, dass es beim Boden anfängt. Ist er humorig, ist er ausgelaugt, ist er ausgeraubt, was ja oft in der industriellen Landwirtschaft, gerade wenn man lange Zeit überwiegend nur Mais, Raps anbaut, der Boden ist einfach ausgelaugt. Das heißt, da sind keine Kapillaren mehr da, da ist keine Humusstruktur mehr da, da sind keine Lebewesen mehr drauf, weder Würmer, noch Egerling, noch Käfer, noch irgendwas findest du da, was sich bewegt. Das ist aber das, was den Boden ja lebendig macht. Und die Erde ist ja nicht nur eine sture oder stupide Fläche, wo man Nährstoff drin sucht, den die Pflanzen braucht. Überwiegend redet man eh nur vom Stickstoff. Und das ist ja das Hauptthema, um das sich in der Landwirtschaft ziemlich viel dreht. Aber eben halt nur in der Landwirtschaft. Im Bauernsein geht es ein bisschen viel, oder geht es um viel mehr. Da geht es um die Pflanzenbegleitstoffe, da geht es um die Nährstoffe, um die Mineralien, um die Spurenelemente. Da geht es um die Lebendigkeit. Also, ja. Kannst du noch so ein bisschen erklären? Jetzt heißt es ja immer, du kommst ja auch aus diesem Bereich Quantenwissen, Quantenheilung. Jetzt gibt es so Menschen, die sagen, ja, aber es ist ja egal, was ich in mich reinstopfe, solange meine Einstellung gut ist und ich kann ja meine Hände über das Essen legen und das mit Energie anreichern und das es sei ausreichend. Kannst du dazu in dieser Kombination noch was sagen? Für den Körper selber glaube ich sogar, dass das ausreichend sein kann, wenn es nicht nur überlagerte oder überdeckte, wie sagt man, eine Angstbegleichung ist, dann ja. Also wenn das echt ernst gemeint ist, kann ich mir das durchaus vorstellen. Dennoch, es löst ja das Thema der Ganzheitlichkeit nicht. Eben, nur weil ich jetzt das Essen mit guten Gedanken versehe, habe ich noch lange die Vorlaufkette, die ich vorher gehabt habe, damit ja nicht gelöst. Und da braucht es faktisch, also da braucht es auch beides. Es braucht im Prinzip auch den Bauern, der hergeht, bewusst die Erde in die Hand nimmt. Und wenn der nur auf mal 5 Hektar Feld einmal auf die Knie geht, den Boden mal berührt und sagt, danke,
danke für das, dass ich das da bearbeiten, beleben, ernten darf. Das ist sehr viel. Und wir haben im Boden Wasser. Und das Wasser ist ja nicht nur der Informationsträger, auch Emotionsträger. Also Information und Emotion. Und ich durfte auch mal ein Beispiel erleben bei einem Biobauer, bei einem Demeter-Biobauer. Die arbeiten ja dynamisch biologisch. Der hat damals ein Horn gefüllt mit Asche und hat das eben auf einem 5-Hektar-Feld vergraben und hat dann eben die Meinung gehabt, dass dieses Feld jetzt besser wächst. Mhm. Und ich habe mir das damals angeschaut und habe mir gedacht, also wenn das Horn mit diesem Aschefüllstoff, sage ich mal, ein paar Quadratmeter belebt, dann verstehe ich das. Das ist für mich faktisch nachvollziehbar. Tatsache war, dass das ganze Feld aber wirklich eine sehr schöne Ernte hatte. Und da ist mir einfach klar geworden, dass das Bewusstsein war. Nicht das Horn und die Asche war letztendlich das Mittel zum Zweck, also die Brücke, das Werkzeug von mir aus. Aber letztendlich ging es um die Gedanken des Bauern, der das belebt. Ja. Und wie siehst du das, wenn jetzt, also wir empfehlen ja immer direkt vom Bauern, dann kennt ihr den Bauern, ihr kennt die Tiere oder das Gemüse, was da angepflanzt wird. Und jetzt gibt es ja aber Menschen, ich sage jetzt mal in Großstädten, die jetzt nicht unbedingt immer zu Bauern fahren können. Und jetzt ist es so, jetzt gehst du in den Bioladen oder gehst zum Hofer und kaufst da ein Stück Biofleisch oder zum Spar. Wo siehst du da auch in der Transportkette Unterschiede und zwischen Bio jetzt von großen Herstellern, nicht Herstellern, also großen Ketten versus Bio vom Bauern direkt? Vom Gehalt des Fleisches, von der Rhythmik, von der Energie, die da noch drin ist. Möchte ich auch differenziert erklären aus meiner Sicht. Also einmal hat der Handel schon mal das Grundthema. Umso weiter, dass der Handel den Bauern oder den Landwirt, den er ernährt, sprich vom Kunden wegbringt, umso größer da die Kluft ist, umso mehr Vorteil hat er. Umso mehr Handelsspanne hat er, umso mehr Abhängigkeit und mehr Macht, Einfluss hat er somit. Das ist das Ziel des Handels. Das ist ja auch wieder genau diese Gedankenenergie. Wir müssen immer schauen, dass wir dem Verbraucher ein schönes Bild vormalen, dass der die Lust hat, bei uns die Ware zu kaufen. Und den Bauern müssen wir ständig an die Wand drücken, damit er schlechte Ware hat und damit das nichts wert ist, damit er nicht viel Geld dafür verlangen kann. Das ist ja auch Energie. Mhm. Und Leute, das wäre für mich schon ein Grund, egal ob ich jetzt im Supermarkt Bio kaufe oder nicht, alleine diese Grundstruktur der Gedanken ist für mich schon nicht nachhaltig sinnvoll und das macht für mich keinen Sinn, da drin was zu kaufen. Mhm. Der Vorteil ist in der Regel, dass wenn der Kunde beim Bauern direkt kauft, er einfach die Verbindung hat zu dem, der es herstellt. Der macht es ja für ihn. Der Bauer hat ja die Idee, ich mache Nahrungsmittel für die Menschen, also der sollte die Idee haben, das ist leider verloren gegangen bei vielen, dass er einfach die Menschen ernährt, die selber die Möglichkeit nicht haben, weil sie die Fläche, den Platz, den Raum und auch die Zeit nicht haben. Mhm. Wenn ich halt einen Fulltime-Job habe und abends um 8 Uhr von der Arbeit heimkomme, dann brauche ich nicht nur in den Garten gehen wollen. Das ist einfach unpraktikabel. Und damit ist es natürlich wieder genau das, wenn ich heute als Kunde zum Bauern gehe und dankbar bin, meine Dankbarkeit zeige, dann hat der Bauer auch wieder mehr Motivation, der sieht einen Sinn darin. Also wenn die Kunden zu uns, oder bei uns sind es ja die Mitglieder, wir haben ja keine Kunden in der Form nicht mehr, wenn die halt einfach kommen und sagen, boah, das war so lecker und das hat so super geschmeckt und danke und das war mal ein Fleisch wie früher, das motiviert ja mich auch, dass wir das einfach weiterhin tun. Mhm. Und vielleicht noch mehr Engagement einsetzen und vielleicht noch genauer nachdenken, weil es ja auch wertgeschätzt wird. Mhm. Finanziell wie mental, also ich bin der Meinung, also für mich zumindest ist das Mentale wichtiger wie das Finanzielle. Was nicht heißt, dass ich das Geld nicht gern nehme. Mhm. Wir brauchen es ja auch, um investieren und aufbauen zu können. Dennoch, von meiner Energie spüre ich, wenn ich das Geld kriege, aber keine Dankbarkeit nicht spüre, dann ist mir das gerade wurscht, dann brauche ich das dem nicht geben. Mhm. Umgekehrt, spüre ich die Dankbarkeit, freut mich das Geld dann noch viel mehr. Ja, lieben Dank, Christian. Und wenn ihr Interesse habt an dem ganzen Thema Fleisch, am Thema Genuss, Kultur und auch Lebensfreude, könnt ihr gern über die Internetseite auch Kontakt aufnehmen. Ich werde den Link auch nochmal unten drunter stellen. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Danke.